Als letzte grundlegende DC-DC-Wandlerschaltung möchte ich jetzt den Hochdrehsetzsteller bzw. Inverswandler betrachten. Das heißt, wir wollen jetzt die Schaltung und die Funktionsweise uns anschauen. Wir werden dabei jetzt aber nicht mehr diese Mittelwertmodellierung machen, wie beim Tiefsetzsteller und Hochsetzsteller, sondern das können Sie selber machen. Wir wollen also nur die wesentliche Funktion besprechen. Englisch heißt der Buck Boost Converter oder Inverting Converter. Und damit ist schon im Wesentlichen gesagt, was die Funktionsweise sein wird, wie schon angesprochen. Er wird eine Spannung betragsmäßig erzeugen, am Ausgang erzeugen können, die entweder größer oder kleiner ist als die Eingangsspannung betragsmäßig, und sie wird eine umgekehrte Polarität haben. Vom Aufbau her haben wir denselben Aufbau wie bei den bisherigen Schaltungen. Wir haben unsere Eingangsspannungsquelle irgendwo, wir haben eine Induktivität, einen Kondensator, einen Schalter, die jetzt aber anders angeordnet sind. Wir haben im Eingangskreis wie beim Tiefsetzsteller den Schalter, jetzt aber die Induktivität nach Masse und die Diode mit der Kathode zum Anschluss, wo der Schalter und die Induktivität sind, angeschlossen zum Ausgang hin, dort wieder ein Ausgangskondensator, und unsere Last sei jetzt auch hier wieder symbolisch durch einen Lastwiderstand dargestellt. Das heißt, ich habe die Komponenten L, C, A, R, L, die Diode D, den Schalter S, und habe dann hier vorne meine Eingangsspannung UE, am Ausgang die Ausgangsspannung UA. Und jetzt wollen wir uns auch hier die Funktionsweise anschauen. Das heißt tatsächlich, der Schalter wird auch hier wieder Pulsweiten moduliert angesteuert werden. Das bedeutet, wir werden hier auch wieder im stationären Zustand, wenn wir jetzt nur den Betriebsmodus mit kontinuierlichem Strom betrachten, werden wir zwei Schaltzustände haben. Entweder leitet der Schalter oder es leitet die Diode. Das heißt zunächst, wenn der Schalter eingeschaltet ist, dann werden wir Energie von der Eingangsquelle aufnehmen, und es wird hier sozusagen ein Stromfluss, machen wir es mal so ein, hier vom Eingangskreis in die Induktivität fließen. Das heißt, die Induktivität wird Energie speichern, und am Ausgang wird jetzt der Ausgangswiderstand versorgt werden durch den Kondensator. Das sind also die beiden Zustände, die wir kriegen werden, oder der erste Zustand, den wir kriegen werden, wenn wir den Schalterpuls weiten moduliert ansteuern. Das heißt, in diesem Fall können wir sagen, tatsächlich die Spannung an der Induktivität wird im eingeschalteten Zustand gleich der Eingangsspannung sein. Wenn diese größer als 0 ist, werden wir daraus, ähnlich wie beim Hochsetzsteller, die Bedingung kriegen, dass auch die Stromänderung größer als 0 ist, und wir können sagen, es wird Energie in der Induktivität gespeichert. Das heißt, während dieser Einschaltphase wird ja eine Energie in der Induktivität gespeichert, und um den Ausgang, dort eine konstante Spannung zu kriegen, werden wir den Kondensator benötigen, der hier diese Konstanten, die Energie für den Ausgang zur Verfügung stellt. Was passiert jetzt, wenn der Schalter ausschaltet? Schaltet der Schalter aus, wird dieser Stromkreislauf hier unterbrochen. Die Induktivität wird aber erzwingen, dass der Strom weiter fließt. Das heißt, wenn wir sagen, hier ist der Strom IL in diese Richtung geflossen, wird nach dem Öffnen des Schalters die Induktivität erzwingen, dass der Strom weiter fließt. Das heißt, tatsächlich wird die Induktivität hier dann einen Stromfluss über die Diode erzwingen in diesem Kreislauf, in dieselbe Richtung, dass hier der Strom weiter fließt, und dabei den Kondensator aufladen und einen Teil der Energie an die Last abgeben. Das heißt, tatsächlich wird in diesem zweiten Zustand die in der Induktivität gespeicherte Energie während des ersten Zustandes abgegeben an die Parallelschaltung aus RL und CA. Das heißt, wir werden jetzt hier beim Einschalten der Diode eine Spannung an der Induktivität kriegen, die gleich der Ausgangsspannung ist. Diese ist jetzt aber kleiner als 0, das heißt, die Stromänderung wird kleiner als 0 sein, und es wird Energie abgegeben an die Parallelschaltung, ich schreibe jetzt mal RL parallel CA, an diese Parallelschaltung, damit der Ausgang versorgt. Und tatsächlich muss die Spannung am Ausgang negativ sein. Wie können wir uns das vorstellen, wenn die Induktivität hier diesen Stromfluss in diesem zweiten Zustand erzwingt, dass jetzt hier der Strom in diese Richtung weiterfließt, dann muss ja hier ein positiver Strom von diesem unteren Anschluss in den Kondensator reinfließen und auch in die Last, weil die Diode lässt ja nur in dieser Richtung einen Stromfluss zu. Das heißt, der Kondensator kann sich nur so aufladen, dass hier unten der Pluspol ist und hier oben an der Anode der Diode der Minuspol. Deswegen muss die Spannung UA tatsächlich kleiner als 0 sein. Wir werden ableiten im Rahmen einer Übung, wie dann das Verhältnis ist im Betriebsmodus mit kontinuierlichem Strom. Tatsächlich wird gelten, UA zu UE wird auch hier wiederum übers Tastverhältnis nur gesteuert werden. Minus D durch 1 minus D. Und wenn wir das gleich angucken, werden wir sehen, dass wir tatsächlich alle Spannungen betragsmäßig zwischen 0 und minus unendlich bewerkstelligen können. Jetzt noch eine kurze Anmerkung. Der Hochtiefsetzsteller ist genauso
wie der Hochsetzsteller nicht leerlauffest. Das heißt, wenn wir uns wieder vorstellen, hier Unterbrechung, beziehungsweise dass der Lastwiderstand gegen unendlich geht, dann wird die Ausgangsspannung hier gegen minus unendlich streben. Wie können wir uns das vorstellen? Während des Einschaltens speichert die Induktivität immer Energie. Und diese wird während der Ausschaltphase des Schalters immer an die Parallelschaltung aus Kapazität und Lastwiderstand abgegeben. Wenn jetzt aber der Lastwiderstand sehr, sehr groß ist oder nicht vorhanden, das heißt hier wie so eine Unterbrechung, dann wird trotzdem ja immer weiterhin Energie in den Kondensator hier reingeliefert und die Spannung steigt über alle Maßen an. Normalerweise hört das dann irgendwann auf, bis entweder der Kondensator explodiert, die Diode oder der Schalter. Das heißt, wir können hier auch festhalten, Schaltung ist nicht leerlauffest. Es gilt das Gleiche wie beim Hochsetzsteller. Das heißt, wir brauchen eine Regelung und dürfen in dem Sinne keinen gesteuerten Betrieb machen, falls wir nicht eine Überspannungsabschaltung am Ausgang haben. Jetzt möchte ich auch hier nochmal angucken, wie jetzt diese Spannungsübertragungsfunktion aussieht. Wie gesagt, ableiten werden wir das in der Übung. Das ist jetzt hier dargestellt. Die Lösung für den idealen verlustlosen Wandler. Dort kriegen wir die Spannungsübertragungsfunktion UA zu UES minus D durch 1 minus D, wenn D wieder unser Tastverhältnis ist. Wir wissen, D liegt zwischen 0 und 1. Und dann können wir uns jetzt überlegen, welche Werte wir dort kriegen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder sagen, D strebt gegen 0, kann ich sagen, dass daraus folgt hier, M muss dann sein, minus 0 durch 1. Ja, das Einsetzen wird also die Spannungsübertragungsfunktion den Wert 0 ergeben. Das heißt, unsere Ausgangsspannung wird gegen 0 streben. Wenn wir D gegen 1 gehen lassen, dann kriegen wir hier wieder minus 1 durch 0 oder etwas, was gegen 0 strebt. Und daraus folgt, dieser Ausdruck strebt gegen minus unendlich. Und die Ausgangsspannung wird gegen minus unendlich gehen. Das heißt, das asymptotische Verhalten, wie hier dargestellt, für sehr, sehr kleine Spannungen, d gleich 0, würden wir hier den Wert 0 kriegen. Und für d gegen unendlich, für d gegen 1 strebt UA gegen unendlich. Tatsächlich werden wir auch hier nicht die Spannung minus unendlich kriegen, weil, wenn wir ein Tastverhältnis von 1 einstellen, wiederum bloß Energie in der Induktivität gespeichert wird und diese niemals an den Ausgang abgegeben wird. Tatsächlich sieht es auch so ähnlich aus wie beim Hochsetzsteller. Der reale Verlauf sieht anders aus. Das heißt, das hier ist der ideale Verlauf. Real werden wir sowas kriegen wie beim Hochsetzsteller. Das heißt, da werden wir so einen Verlauf kriegen, ich male das mal hier so ein, der zwar asymptotisch so ähnlich verläuft, aber dann auch hier wieder abknickt. Wir kriegen irgendwo ein Maximum der Spannung, die wir kriegen können. Und für sehr, sehr große Tastverhältnisse werden wir wieder gegen Null streben, dass wir keine Leistung abgeben. Und tatsächlich werden wir auch hier wieder den Fall haben, dass wir, um dieselbe Ausgangsspannung zu erreichen, ein größeres Tastverhältnis beim realen DC-DC-Wandler benötigen als beim idealen. Das heißt, hier zum Beispiel schauen wir an, wenn wir die Spannung minus 2 UE kriegen wollen, dann hätten wir hier das ideale Tastverhältnis kleiner als 0,7 und das reale bei diesem Wandler wäre dann in dem Fall 0,7. Das heißt, wir müssten dort auch wieder länger einschalten, den Schalter, um mehr Energie zu speichern, um die Verluste zu decken. Das heißt, das hier so ähnlich wie beim Hochsetzsteller. Genauso müssen wir hier dafür sorgen, dass wir einen Ansteuerschaltkreis haben, dass dort das Tastverhältnis nicht über einen gewissen Grad hinausgehen kann und wir brauchen im gesteuerten Betrieb oder auch im geregelten Betrieb eine Begrenzungsschaltung für die Ausgangsspannung, dass wir das überwachen.